Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was ich vor ein paar Tagen beim Aufräumen auf dem Dachboden gefunden habe. Es ist ein Nintendo Game & Watch Spiel mit Donkey Kong. Ja, es ist von, wie kann man es erkennen, 1982. Ja, der Zustand an sich ist ja noch ganz gut. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass ich das da oben noch liegen habe. Das habe ich vor, ich glaube, 10 Jahren ungefähr mal geschenkt bekommen. Ja, und ich habe mal frische Batterien reingepackt. Das sind nur so zwei Knopfzellen. Ja, und das Spiel funktioniert sogar. Jetzt kann man es direkt auf dem ersten Blick erkennen, wie es ungefähr funktioniert. Das Display ist halt so ein LC-Display wie beim Taschenrechner, also halt die Figuren sind alle schon, ich sag mal, vordefiniert in dem Display. So, es gibt zwei Game-Modis, wie also Game A und Game B. Es hat noch eine Uhr. Ja, und ich zeige euch einfach mal, ja, wie das Spiel funktioniert oder was es macht. Fangen wir einfach mal mit dem Game A hier an. Ja, also jetzt rollen hier so Fässer runter. Ich muss da drüber springen, wie man es halt so kennt. Läuft hoch. Das war natürlich schon schlecht. Ist nicht so einfach, das zu spielen, wenn man noch eine Kamera vor sich hat. Na, so. Jetzt kommen wir ins Display darüber. So. Gleich auf die Fresse gefallen. Zurück. Man muss halt sehen, dass man den Affen dort oben zum Einsturz bringt oder zum Runterfallen bringt. Also ich habe das bekommen. Mit 12 Jahren. Ich meine, selbst da war das Spiel schon alt. Und naja, aber es funktioniert noch. Es ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt. Schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir den ersten Haken da abgenommen. Also wenn ihr sowas mal findet, irgendwie auf dem Flohmarkt oder selber auf dem Dachboden oder sonst wo, bloß nicht wegschmeißen oder irgendwie für 5 € oder so verscherbeln. Die Geräte haben eigentlich schon einen höheren Wert. Könnt ihr einfach mal bei eBay schauen. Also ich werde jetzt auch nochmal gucken, ob ich irgendwie nochmal ein Gerät finde. Ich hatte auch mal eins mit Mario Brothers. Allerdings kann ich das nicht wiederfinden. Da gibt es mehrere Versionen oder ja, mehrere Spiele von. So, jetzt hoffentlich bringen wir den Affen jetzt zu Fall. Aber jetzt wirft er noch eins von seinen blöden Fässern. So, jetzt könnt ihr sehen, was passiert. Ja, und jetzt würde das Spiel dann halt die ganze Zeit so weitergehen, ne? So, jetzt bin ich Game Over. Ja, und ich würde sagen, das reicht doch schon fast. Also wie gesagt, wenn ihr mal sowas findet, schmeißt es nicht weg. Und verkauft es nicht an den Erstbesten für 2 €, ne? Ja, und das war's eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss dann.